Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Hereinspaziert zum spontanen Live heute Abend. Es geht um, wie du als Coach zum Beispiel, aber nicht nur, keine Sorge, es ist nicht nur für Coaches heute, wie du als Coaches Kunden gewinnen kannst, was es dafür braucht. Oder auch, wenn du Single bist und dadurch ja, mehr Chancen bei der Partnerschaft bekommen kannst. Und dazu möchte ich dir heute zwei Erfahrungen erzählen, was mir heute passiert ist. Und was du bei deinem Coaching-Business, hallo liebe Katharina, unbedingt vermeiden solltest, wenn du neue Kunden haben möchtest. Also, ich war heute auf LinkedIn-Plattform. Ja, meine Verbindung ist ja nicht so gut. Gib mir doch gern schon mal ein Herzchen oder so. Mal gucken, ob ich das sehen kann. Ich war also heute auf einer Social-Media-Plattform und ich wurde angeschrieben von einer Frau. Und diese Frau sagte zu mir, so ein ganz langer Text, ne, bekommt man ja öfter mal. Und in dem Text stand dann drin, ja, ob ich denn grundsätzlich bereit wäre, neue Kunden zu gewinnen und dafür Zeit hätte. Und eine ganz tolle Möglichkeit wäre dafür, wenn sie mir helfen würde, mein eigenes Buch zu schreiben. Und ich dachte mir so, okay, das ist frech oder dumm oder ignorant oder keine Ahnung, ne? Also ohne das jetzt bewerten zu wollen. Sie hat sich einfach einen Scheiß für mich interessiert. So, sie wollte halt einfach, sie hat ihre Copy-Paste-Nachricht gepackt und hat die halt da reingeballert. Und da kriege ich ehrlich gesagt auch noch ein bisschen Puls manchmal. Also, wenn sie sich über mich informiert hätte, das heißt, sie hätte nur auf meine Seite gehen müssen und dann hätte sie festgestellt, dass ich einen eigenen Verlag habe seit 2, 3 Jahren und dass ich schon 10 Bücher veröffentlicht habe. So viele Bücher hat sie wahrscheinlich nicht veröffentlicht. Und auch am Anfang habe ich Menschen geholfen, ihr eigenes Buch zu veröffentlichen. Das erste habe ich angefangen, 2015 zu schreiben. Der Bestseller 100 Easy Dates und die Suche nach der Liebe. Das war meine eigene Single-Geschichte. Und jetzt ja, letztes Jahr kam es ja dann schon raus, 100 Krisenmeister und finde dich selbst. Das ist quasi, ja, also das sind so meine beiden Lieblingsbücher und 100% ich. Denn das ist universelle Buch 5D-Bewusstsein. Und wenn du also jemanden anschreiben möchtest, jemanden als Kunden gewinnen möchtest, dann macht es total Sinn, wenn man sich wenigstens ein bisschen für nur ein Hauch Interesse an diese Menschen vorheuchelt. Also, um was geht's ja? Es geht um Beziehungsaufbau. Ja, also Beziehungsaufbau ist einfach das Ding für dein Leben, für dein Business, für dein Privatleben, was dir alle Türen öffnet. Und echtes Interesse für die Menschen. Also wer macht denn das heutzutage schon? Also die meisten Coaches schreiben dich an und wollen einfach nur, dass du buchst, dass du das Geld willst, aber niemand interessiert sich mehr für dich, sondern die Menschen interessieren sich nur für dein Geld und es dir aus der Tasche zu ziehen. Also ganz viele, nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und beim Dating und beim Beziehungsgedöns ist es ganz genauso. Also ich weiß auch von einer Kundin, die ist bei Tinder, die erzählt mir auch manchmal so, was da alles so bei Tinder abgeht. Das ist schon echt krass. Also da ist halt immer noch Vögelwirtschaft angesagt. Ich habe ein neues Wort erfunden. Ich liebe es, neue Wörter zu empfinden. Vögelwirtschaft. Gefällt mir. Ja, und da ist sogar, sie hat sogar drinstehen, dass sie eine ernste Beziehung sucht. Und dann sind dann dort Männer, die sie anschreiben. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass sie dann eben keine Vögelwirtschaft möchte. Aber das interessiert die gar nicht. Ja, dann heißt es dann, ja, aber man kann sich ja kennenlernen und so weiter. Das interessiert die überhaupt nicht. Also das hat nichts mit Beziehungsaufbau zu tun. Dann hat sie mit jemand anderem, den hat sie dann auch kennengelernt. Und dann hat sie mir erzählt, der hat dann gesagt, na, du bist mir halt nicht schön genug. Aber für Vögelwirtschaft wird es halt reichen. Also da hat der ja nochmal Angebot gemacht. Das ist Beziehungsaufbau oder Vögelaufbau.
Sie hat komischerweise abgelehnt, verstehe ich gar nicht, warum sie das dann nicht wollte. Ja, also Beziehungsaufbau ist sowohl für dein Business, für deine Kunden, für Kundengewinnung und eben auch für dein Privatleben, um die Menschen näher zu holen, um sie in dein Feld zu holen, um sie halt in den Raum für sie zu eröffnen, total wichtig. Also bei mir ist es zum Beispiel so, also meine Erfolgsmacher, also wer jetzt noch in den Kurs springen will, noch geht das bis zum 10. Also 10. ist abends der Zoom, bis dann hast du noch nichts verpasst, du kannst alles nachschauen. Also da hast du jetzt noch die Gelegenheit zu. Und da ist es halt so, dass ich habe meine Teilnehmer, die sind mir total, total wichtig und ich möchte, dass die Erfolg haben und ich möchte, ja, die ihre Blockaden lösen. Ja. Also ich als hellfühliges Medium und als Analytikerin kann ich sowohl systemisch die unbewussten Blockaden sehen als eben auch erfühlen. Und das hat den Vorteil, dass ich da hinschauen und dahin blicken kann, wo andere eben nicht mehr hinschauen. Das geht halt manchmal auch ganz schnell. So hatte ich diese Woche zum Beispiel eine Kundin, da habe ich da einfach mal kurz reingefühlt und wir haben das dann aufgelöst, sodass sie schon mal viel mehr in die Umsetzung gekommen ist als vorher. Sie hat nämlich vorher gar nichts geschafft umzusetzen und danach ging alles schon viel, viel, viel besser. Also danach kam sie überhaupt erstmal in die Umsetzung und das war nur nach einem Telefonat. Ja. Weil ich das einfach sofort wahrnehmen und spüren kann. Und was wäre denn für dich alles möglich, wenn du deine alten Blockaden einfach hinter dir lassen könntest? Wenn das, was dich noch verhindert in deinem Leben, wo du dich eingeklemmt fühlst, wo du einfach dich noch unfrei fühlst, wo es Geldblockaden gibt, wo es Liebesblockaden gibt, wo vielleicht auch gesundheitliche Problematiken sind, wenn du einfach erfüllt und glücklich leben könntest. Und diesen Raum und diese Energie, die kann ich für dich eröffnen. Und in dem Erfolgsmacherkurs, da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Also da kann jetzt wirklich keiner mehr sagen, ich habe das Geld nicht. Und manchmal finde ich auch noch andere Lösungen für Menschen, weil mir das einfach wichtig ist. Nur, du musst es eben auch wollen. Ja? Und nicht da hängen bleiben in der Matrix und dich über die Politik beschweren, aber gleichzeitig für dich nichts tun. So veränderst du die Welt nicht. So fütterst du das ganze System. Und so fütterst du dein System, dass alles so bleibt, wie es ist. Und ich finde immer Lösungen. Ich habe bis jetzt immer Lösungen gefunden. Nur die Frage ist, ob derjenige eben auch seine riesige Chance auch ergreifen möchte. Ich biete die meistens jedem. Also ich biete die, bis jetzt habe ich, also zumindest habe ich bis jetzt immer eine Lösung gehabt. Nur die Frage ist halt, möchtest du das? Möchtest du aus diesem alten Ding raus, aus diesem alten Sumpf und möchtest du echt was Cooles erleben? Möchtest du, dass du erfährst, wie unbewusste Blockaden dich bis jetzt verhindern und möchtest du die einfach endlich über Bord schmeißen in diesem Jahr? Hast du die Ziele und Wünsche, die einfach sein zu lassen? Dann komm in die Umsetzung. Und wenn du nicht in die Umsetzung kommst, dann komm in den Erfolgsmacher, dann telefonier wenigstens mit mir und dann werden wir herausfinden, was dich noch blockiert, damit du in die Umsetzung kommst. Also, was möchtest du denn? Wie soll dein Leben denn aussehen? Ich hatte heute zum Beispiel auch noch eine andere Geschichte, um nochmal zum Beziehungsaufbau darüber zu sprechen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich überlege mir immer sehr gut, was ich möchte und was ich nicht möchte. Also ich bin da immer ziemlich klar und gerade wenn es um Investitionen geht oder wenn es darum geht, was mich interessiert, was Menschen mir anzubieten haben oder auch nicht anzubieten haben. Und heute hat mir jemand etwas angeboten und der wollte unbedingt mit mir telefonieren. Aber ich wollte nicht telefonieren, war aber dennoch interessiert. Das hatte ich auch schon mal sowas. So, ich möchte nicht telefonieren, weil ich telefoniere den ganzen Tag mit Kunden
Und irgendwann habe ich auch dann keine Lust mehr zu telefonieren oder mehr privat dann noch ein Verkaufsgespräch für eine halbe Stunde, Stunde reinzuziehen. Aber trotzdem interessieren mich die Informationen. Und trotzdem wäre das vielleicht interessant für mich. Und wenn man dann so verbohrt ist und sagt so, nein, das geht nur über ein Telefonat und sonst halt nicht, ja, dann halt nicht. Und da ist eben auch die Wahrnehmung gefragt und Beziehungsaufbau. Also der hatte überhaupt gar keinen Bock, mich zu verstehen oder ja meine Perspektive einzunehmen und dem ging dann auch ein Geschäft durch die Lappen, weil Interesse war einfach da. Ja, und das gerade bei so Klossern und sowas ist das ganz häufig auch der Fall. Und manchmal muss es denn immer dieser exakte Weg sein. Wenn du so festgefahren bist, dann bist du voll in der 3D-Matrix gefangen. Wenn du keinen Spielraum mehr lässt für andere Möglichkeiten, die es sich im Leben bieten. Wie in diesem Fall zum Beispiel. Und wenn dieser Spielraum nicht gegeben ist, naja, dann machst du halt da kein Geschäft und dann wirst du auch irgendwo anders noch eingeklemmt sein. Die Frage ist, möchtest du das? Wie eingeklemmt möchtest du denn noch sein? Wie viel möchtest du von deinen unbewussten Blockaden noch mit dir länger rumschleppen? Oder möchtest du endlich ein richtig geiles, freies Leben haben? Und dazu gehört eben der Beziehungsaufbau. Dazu gehört, dass du deine unbewussten Blockaden auflöst. Ja, also du musst sie auch erstmal verstehen. Welche sind das denn überhaupt? Wenn du die nicht kennst, kannst du sie auch nicht auflösen. Und das Problem ist, dass wir zu 95% unbewusst sind. Das heißt, du wirst gar nicht herausfinden, was dich da blockiert, es sei denn, du fragst eine Expertin. Die Frau in Rot zum Beispiel. Das bin ich. Genau. Und das mache ich schon seit vielen Jahren und ich arbeite einfach auf verschiedenen Ebenen, beziehungsweise ich kann dein Energiefeld lesen und das auf verschiedenen Ebenen. Das bedeutet, ich kann halt quasi in deinen Kopf schauen, was da so los ist, also Glaubenssätze und Mindset. Ich kann aber auch in dein Herz schauen und weiß, ah, okay, da ist ein nicht geöffnetes Herz, da gibt es eine Mauer ums Herz, da ist eine Herzblockade. Ich kann aber auch in dein Energiefeld schauen und sehen, ah, okay. Da ist energetisch, darf noch was gedreht werden. Ich kann aber auch in karmische Dinge sehen und ich kann auch Fremdenergien und ja, sogar Dämonen und Besetzungen kann ich spüren. Aber das kommt nicht so oft vor. Aber auch das. Also ich habe ein sehr, sehr großes Feld und eine extrem große Wahrnehmung. Und davon kannst du profitieren für dich. Ich meine ja nur, ne? Also du kannst halt auch irgendwie weiter so rummachen oder du telefonierst einfach mit mir und findest heraus, was da halt noch im Busch ist. Ja, und dann löst es einfach auf und dann wird dein Leben halt richtig cool und richtig geil. Und ich hätte mir ehrlich gesagt so jemanden gewünscht für mich. Blöderweise ist das für einen selber immer ein bisschen schwieriger gewesen. Jetzt mittlerweile habe ich sehr, sehr viele Tools, aber die habe ich mir selbst erarbeitet. Ich habe also in 7 Jahren oder in 8 mittlerweile, habe ich einen Haufen Weiterbildungen und Ausbildungen gemacht und habe die effektivsten Methoden kennengelernt, was wirklich funktioniert und die unterrichte ich. Gemeinsam, also das analytische, systemische, gemeinsam mit meiner hellfühligen Gabe, sodass ich das einfach erspüren kann. Genau. Naja, vielleicht hast du ja Lust dazu, dass dein Leben auch richtig geil wird und das egal, ob im Business mit mehr Umsatz und Kundengewinn oder eben auch privat, was dich da irgendwie blockiert und wo du hängst. Und dann kann auch ich dich in mein Herz einschließen. Einschließen ist gemein, das klingt ins Herz einschließen. Das ist irgendwie. Da muss ich mal drüber nachdenken, über diesen Ausdruck. Eine Zeit lang zumindest, solange du im Erfolgsmacher bist. Ja, und du kannst da jetzt noch reinspringen. Es gibt halt verschiedene Modelle. Das beliebteste ist natürlich das Original, wo du sogar 1:1 Coachings mit mir hast. Das ist halt das Effektivste. Ich kann dir auch unten noch einen Link reinpacken, dann kannst du dir die Sachen anschauen und du buchst dir einfach dein kostenloses Telefonat mit mir. Und dann schauen wir, was für dich das geeignetste ist oder ob es noch andere Möglichkeiten für dich gibt, die noch besser sind. Oder wenn es eben um Geld ein bisschen hapert,
was da noch alles möglich ist. Ansonsten, genau am Montag gibt es ja auch den Vortrag. Also da solltest du dich unbedingt auch anmelden. Das wird auch hier live in der Facebook-Gruppe sein. Frau in Rot, lebe und liebe erfolgreich glücklich. Und am Montag, der 8. um 19 Uhr werde ich da nochmal einen Live-Vortrag halten, auch über Geldblockaden lösen. Also wie der Weg in die finanzielle Freiheit tatsächlich klappen kann, wie wir zum Traumerfüller werden, wie wir die Träume erfüllen können. Und da geht es eben auch darum, die Geldblockaden zu lösen. Lieber Jörg, lieber Joachim, Slavko, schön, dass ihr da seid. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt doch mal rein, ob ihr dann am Montag auch dabei seid und ob ihr noch Lust habt, eben auch ja, näher an mir dran zu sein. Ja, dass ich euch auch in mein Herz schließe. Nicht einschließen, sondern dass ich euch auch mehr in mein Herz aufnehmen kann. Und dann springt ihr in den Erfolgsmacher. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr diese Chance für euch noch nutzt. Löst eure Blockaden und werdet unaufhaltsam. Das seid ihr nämlich bereits. Ja, ihr dürft es jetzt für euch eben auch selbst erkennen. Also, ihr Lieben, ich freue mich auf unser Telefonat. Lasst es krachen heute Abend, was immer ihr auch noch macht. Und ja, ich freue mich, dann von dir zu hören, dich zu sehen am Montag. Du Erfolgsmacher, nutzt deine Chance. Bis dann. Tschüss.